Ja, moin moin, willkommen hier zu Slashanger. Es ist wieder eine Top Gun Edition. Ja, wir hatten auch schon letzte Woche keine Top Gun Edition. Diesmal ist es soweit. Ich habe euch eine Menge Flugzeuge mitgebracht. Lass mich mal zählen. Ich habe euch 10 Flieger mitgebracht. Hälfte Allier, Hälfte Deutsch. Eigentlich wären es 11 gewesen, aber die ME262, die hatten wir schon im anderen Top Gun. Deswegen eins weniger, aber passt auch so. 5 gegen 5 so. Ja, wir fangen an mit der Curtiss-Wright P-40 Tomahawk. Wir sind gerade in Echo Papa 59, Porte. Kennt vielleicht aus meinem Stream noch. Ja. US-amerikanisches Jagdflugzeug. Ja. Ist ziemlich nervig im Warfront, ne? Dagegen zu spielen. Ja. Außen. Links zu allen Flugzeugen wie immer in der Download-Beschreibung. Alle 10 Flugzeuge, die ich hier repräsentiere, sind Freeware. Ich wurde nicht bezahlt dafür. Ich präsentiere sie einfach nur, wie ich sie finde. Damit ihr dann denkt so, yo, der Typ hat recht, ich fliege das. Yo, der Typ hat nicht recht, ich fliege das trotzdem. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Außenmodell. Richtig geil gemacht. Livery. Geil. Ich habe gar nicht gecheckt, ob es mehrere gibt. Aber das ist auch jetzt nicht wichtig sein. Ich habe auch jetzt nicht die Mühe gemacht, für alle 10 Flüge eine eigene Livery zu machen. Das wäre einfach zu viel gewesen. Ich mache es einfach so, wie es ist, so out of the box, cool war. Ja. Sieht auch richtig, richtig geil aus. Ich mache auch dieses Nose Art. Es passt irgendwie zu Army-Flugzeugen, so zu japanischen Flugzeugen, so. Passt gar nicht. Aber hier, perfekt. Gehen wir mal ins Cockpit. Ja. Ich glaube nicht, dass das echte Cockpit so aussieht. Das ist wirklich mehr so eine modernere Variante. Ist mich gerade hier zu recht zu finden. So, das ist auch nicht mehr klickbar. Gut, seriös. Nichts klickbar. Down, up. Ist das Landing-Gear? Das ist down. Okay. Ah, hier sind ein paar Schalter. Ist keine Batterie. Nitos. Ich schätze mal, das ist okay. Ich weiß nicht, wo die Batterie ist, der Hand. Hey, hier unten ist sie ja nicht. Das ist ja das Ding. Steuerung E? Ich weiß echt nicht, wo die Batterie ist. Das ist das Ding. Schon mal Minuspunkt Kurva. Flugzeuge, die ich mir Steuerung E anmachen muss, die sind schon direkt unsympathisch von Beginn an. Oh. Das muss aus. Das muss aus. Auf. Kein Bock, dass ich da in meinem Video diese hässlichen blauen Pfeile sehen muss. Ja. Dann gehen wir vor.
sitzt ein bisschen niedrig im Cockpit, oder? Oha. Warum ist down, down? Ne, warum ist down? Dings da. Und ab. Ab sollte. Hä, das ist falsch rum. Das sollte andersrum sein. Die Animation ist sehr sick. Ja. Energy weiter. Nicht sehr wendig. Eine Zero wäre geil, ja. Ich will so eine Zero feiern. Oder so eine A5M. Oder eine Ki 27, Ki 43. Kommen wir mal wieder zurück zum Airfield. Wetten dem Bruder mal. Sind sehr schnell. Aber das soll ja kein Hindernis sein. Autsch. Autsch. Verdammt. Ah, oh. Haha, easy. Verdammt. Ja, das war's mit der P40. Wir machen weiter mit einem weiteren Army-Flieger. Yes. Low Tier Fun, würde jetzt Warfunder sagen. Wir sind in Devastator Douglas TBD. Ja, mit klappbaren Flügeln und geladenem Torpedo. Richtig geil, ich hab Bock. Yes! Sieht auch sehr highly komplex aus. Never mind, doch nicht. Wingfold. Wow, sieht euch das an. Oh ja, Trägergeschützter Torpedobomber. Oh, wie geil. Okay, das ist weird, dass das hier sofort klappt. Vor allem, wir haben so zwei E-Piloten und dann ich so mit meiner normalen Pilotenuniform, gut war. Wir haben hier ganz viel Shit, den wir nicht kontrollieren können. Okay. Bro. Ah, die Comrade ist funktioniert. Ah, immerhin etwas. Landing Gear. Flaps, glaube ich. Irgendwas on. Song fehlt irgendwie. Und warum bewegt sich das da? Das sollte sich ja nicht bewegen. Ah. Egal. Wir heben ab mit der TBD. Droppen. Den Torpedo können wir nicht droppen, ne? Schade. Er ist ja weder DCS noch Warfunder. Das ist aber das Lustige so bei MSF ist, sobald du die Flugzeuge aus dem In-Game-Marketplace hast, hast du nie Waffen. Außer die Flugzeuge von anderswo, hast du immer Waffen.
So. Jetzt können wir die Yamato versenken, oder? Was ist eigentlich für ein Torpedo? I don't know. Scheint aber ein ziemlich wack Torpedo zu sein, wenn er keine Flossen hat, zu tiefen und zu tiefen Steuerung. Bei der Mine brauchst du jetzt keine Richtungssteuerung, das Flugzeug ist ja dafür da, aber. Bro, wenn du das Ding ins Wasser droppst, dann mach das doch so, oder nicht? Aber das braucht doch wenigstens zwei Flossen hinten, oder nicht? Wenn nicht, ist es nicht, ist auch ein Bomber. Lupin kriegt das hin! Salsa! Jo, nice. Wie geil. Dann landen wir mal das gute Stück. Ich hab was zu viel nach unten getrimmt. Komm. Das wird was Gutes. Ich hasse dieses Piep-Piep. Ja. Yeah, wow, 69, also perfekt. Was willst du denn? Ja, dann. Da aus. Du da so. Du öffnen. Du einklappen. Perfekt. Allein wegen diesen Klappflügeln ist das geil. What the hell? Nicht, dass das so ist, oder? Egal, nächstes Flugzeug. Im letzten amerikanischen Flugzeug. Das ist die North. Es ist die B-25 Mitchell. Ein Bomber der US-Streitkräfte. Oh yeah. Atomic Blonde. I don't know, diese Marken sehen alle sehr süß aus. Egal, richtig viele Dinge. Alles nicht clickable. Ja, sogar Fit Propeller. Hallo? Ja. Außenmodell ist okay. Denke ich, sogar die Typis sehen ganz gut aus. Boah. Cockpit-Texturen? Ja, sieht schon nach irgendwas aus in der Richtung. Nur gucken, was das so ist. Ja, alles ist nicht clickable. So eine Pumps da? Oh, wir können gleich Bomben droppen. Ja, alle Lichter an. Ja, das war easy, what the hell? Sounds kann ich jetzt gar nicht sagen, ob die okay sind. Ground Handling auf jeden Fall unrealistisch. Ich glaube nicht, dass das Ding so schnell beschleunigt. Aber wir testen mal gleich den Bomb-Switch. Sogar ganz seit hier, aber wir haben noch keine. Haben wir da vorne schießen MGs?
Das sind ja alles Terrors. Oh ne, die beiden. Nicht. Nice Animation. Okay, dann würde ich das Fluss ein bisschen austrimmen. Wir haben sogar wirklich Bomben. Und was machen die Bomben? Gar nichts. Ja gut. Dann drehen wir mal wieder um. Und dann das Ding. Sollte man noch nie im Leben einen Bomber fliegen. Okay, let's go. Das bin ich überhaupt ein cooles Spielchen. Kriegt einen Pluspunkt. Ich habe vergessen, Flugzeug zu raten. Ja, P40. 5 von 10. TBD? 6 von 10. P25? Auch 6 von 10. 187! Alter. Fahren hier auf dem Gras entlang. Ja, können die Klappen schon mal reinfahren. Easy. Ja, nächstes Flugzeug. Keine Amis mehr. Yes. Jetzt kommen 4 Flugzeuge. Die könnte man zusammen in ein Pack reinpacken, sodass man ein Battle of Britain Pack hat. Ich präsentiere euch die Hawker Hurricane Mark I. Ein wunderschönes Look. Hat sehr viel Spaß gemacht in War Thunder. Mit seinen 8 Browning Maschinengewehren. Das Ding ist ein Beast auf Low Tiers. Oh yeah. Auch extensiv von polnischen Piloten, die für den 303. Squadron in der Royal Air Force gekämpft haben. Wunderschönes Flugzeug. Eins meiner Lieblings-WW2-Flugzeuge, ganz ehrlich. Es ist sogar höher als die Spitfire, weil mit der Spitfire kann ich nicht so viel verbinden mit, mit dem Flugzeug. Ich habe noch ein anderes Spiel gespielt vor War Thunder. Das hieß Wings of Prey und da habe ich auch nur fast nur die Hurricane geflogen. Wenn nicht, geil, schnell, geile Bewaffnung. Und vor allem in War Thunder, die Hurricane Mark IV mit diesen 52mm Kanonen, das ballert anders rein, ja. Was auch anders reinballert, ist das Außenmotor. Das ist echt schön gemacht. Das Ding kommt in bis 10 Liveries, glaube ich, gezählt. Richtig viele Liveries. Cockpit sieht auch ja, sehr historisch akkurat aus, sogar. Bin überrascht. Was ist das? Ja, das ist das hier. Dann haben wir Magneto Battery, Avionics. Panel, Lens, Taxi, Astro. Machen wir einfach alles an. Merkst du hier ein Bild? Unserer jungen Lady, die auf uns wartet, dass wir aus dem Einsatz zurückkehren. Richtig geil. Ups. Ja, Sound Standard 152, schade, aber okay.
wenn ich so fliege, dann hat das schon irgendwie so War Thunder Vibes. Und auch diese Musik so. Genug labert, wir heben jetzt ab. Gerra. Wow. Und jetzt. Sehr gut, easy. Abschluss bestätigt. Und da geht sogar ein Spiegel. Aber der funktioniert leider nicht. Sonst wäre geil. Oh, Kufa. Messer steht hinter mir. Oh yeah, easy. Okay, das reicht jetzt. Wir sind so schnell, glaube ich. Und wir kommen so gar nicht perfekt an. Soll uns aber nicht stören. Kein Hindernis. Barbeck ist schon draußen. Landeklappt man das Ding nicht, ne? Doch da. Komm, eine Butterlandung. Ist aber schnell, ne? Oh, Kurva. Mann, ich muss doch eine richtige Landung hinbekommen. What the hell are you doing? Halt. Stop. Okay. Das war die geile Hurricane. Die kriegt eine 7 von 10 von mir. Das letzte alliierte Flugzeug, was wir auf der Liste haben. Die Spitfire Mark 5B. Oh yeah. Okay. Ja, eine Livery. Wie vorhin schon erwähnt. Spitfire ist nicht so mein Lieblingsflugzeug, wirklich mehr so wie Hurricane. Auch wenn die Spitfire mehr benutzt wurde und erfolgreicher war, dies, das. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich mag die Hurricane einfach mehr. So, Punkt. Gut war. Ja, Außenmodell. Ist jetzt nicht so hoch detailliert wie die Hurricane. Ohne die anderen Flugzeuge. Aber ist doch okay. Es gibt nur diese Livery. Die finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ja. Cockpit ist okay, denke ich. Propeller, nice. Magneto ist genannt. Ja. Ja, das Problem so. Wo ist der Battery Switch? Ab wann? Und wieder die 150er Sounds. Das ist schade. Lass mich verarschen. Nee, ich kann das echt nicht mehr.
Also ganz ehrlich. Yay, ich hab's in die Luft geschafft. Wow. Das ist so geil, Mann. Ist das Ding auch direkt stalled, ne? Ist halt nicht schlau, dem eine Spitfire oder eine Hurricane oder irgendwelchen anderen Jagdflugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg hat das Flak-Modell von der Cessna 152 oder 72 zu geben. Das ist einfach dumm. Ich will eigentlich landen, Bro. Wir sind sehr schnell. Wir sind aber richtig schnell. Jetzt ist es perfekt. Aber die Hälfte der Runde ist schon weg. Oh Mann, oh. Ach komm on. Ah, ja, er hat sich. Ach. So, auf mit der Spitfire. Yo, 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 yo. Wir sind jetzt hier auf der deutschen Seite von der Luftwaffe. Das allererste Flugzeug ist die Messerschmitt BF-109. Das ist die E-Variante. Das sollte die E-Variante sein, ja. E2 oder E3. Ja, okay, es gibt zwei Versionen. Es gibt die Swastika-Version und die Nicht-Swastika-Version. Ich habe das bei der Installation komplett verkackt, deswegen ist das da. Deswegen versuche ich das jetzt irgendwie auszublenden. Außenmodell? Richtig geil. Ja. Richtig nice gemacht. Ich glaube, das ist derselbe Developer, der auch die Hurricane gemacht hat, deswegen sieht das so nice aus. Dann würde ich mal versuchen. Magnetis, ne? Leider ist das Koppel jetzt nicht so nice. Es ist fast gar nichts in Deutsch so. Es sieht auch nicht aus wie das echte Cockpit. Ja, machen wir trotzdem mal eins an. Denke, das ist alles auch, was uns gehen sollte. Standard von 0,250 Sounds. Soweit ich mich erinnere, gibt es auch eine Payware BF-109. Das ist aber die G-Version. Also die Gustav-Version ist das. Das ist die E-Version, die Emil. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der G6 war oder G10. Auf jeden Fall BF-109, echt gutes Flugzeug. Das meistproduzierte Jagdflugzeug der deutschen Luftwaffe. Eins der meistproduzierten Flugzeuge eigentlich der Welt. So gesehen nach Nummern. Viele verschiedene Varianten. Von A bis K. Ja, genau. Genau, Warfare haben wir auch. Die A0 ist die erste Variante, die haben uns. K. 3 ist, glaube ich, die letzte, wir haben. Genau. Wobei die K-Version, das war eigentlich nur so ein Prototyp, finde ich, nicht im größten Sinne. Aber ja, wir sind in der Luft. Was ich halt an der BF-109 eh so nice finde, dass die halt wirklich die Nase so schön rot, gelb angemalt haben. Dass man das so direkt erkennt. Da auch eine kleine Bombe dabei. Sehr praktisch. Wir können auch ein bisschen. Allerdings jetzt nicht in Kurvenkampf so effektiv wie die Hurricane oder Spitfire.
Was aber den Motor betrifft, der war dem Merlin Engine das bis vorher deutlich überlegen. Weil die B-109 konnte halt den hier machen. Ohne dass der Motor im Ass ging. Spitfire konnte das nicht. Es gab auch so ein Frankenstein-Flugzeug, wo man eine Spitfire genommen hat und man hatte wirklich den Daimler-Benz-Motor von der B-109 dran gebaut. Ja. Viel kann ich zur B-109 jetzt nicht sagen, mir fällt nicht spontan ein. Außer dass ich jetzt hier landen möchte. Wenigstens eine Landung soll halt perfekt klappen. Oh. Nice. Ich sehe nichts. Ah. Mann, ja, das ist so wegen der Sicht, Mann. Dass voll viele Flugzeuge noch so zwei Räder haben. Kann ich verstehen, aber es ist trotzdem doof. So. Wenn man jetzt dick gedriftet. Hallo? Wir gehen ins nächste deutsche Flugzeug. So, dann können wir das Battle of Britain Pack schon mal abschließen, weil ich weiß, die Spitfire Mark V gehört da nicht zu, aber Spitfire ist Spitfire. Let's go. Wir sind jetzt in Junkers Ju-87, auch besser bekannt als Stuka, die Kurzform für Stoßkampfbomber. Ja, sehr ikonisches Flugzeug der Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg. Vor allem wegen der Jericho-Trommel, die jetzt nicht verbaut sind. Das heißt, es ist keine B-Version schon mal. Kann sein, dass es die D-Version ist. Die G-Version ist es auch nicht, weil die G-Version. Oder ist es die G-Version? Boah, schwer zu sagen. Außenmodell wieder top. Ich glaube, das wurde wieder derselbe Typ, der die Messerschmitt und Hurricane gemacht hat. Ja, Cockpit hat nicht wieder 1 zu 1 dasselbe, aber man hat, was man hat. Man hat auch ein Radio, Alter. Und ich kann es theoretisch für Slav Cargo einsetzen. Das ist ein Stuka einfach. Aha, das probieren wir mal gleich. Immerhin irgendwas auf Deutsch hier. Wir können die Canopy öffnen, sehr süß. Oh, wir haben sogar einen richtigen Piloten. Diesmal. Ein bisschen der Starter. Starter. Achtung, Haubenabwurf durch Sprengladung. Okay, nice. So. Nee. Wo ist der Stab? Da. Warum willst du nicht? Was soll das denn jetzt? Du gehst jetzt an, Bro. Ja, Stuka, Anfang des Krieges sehr erfolgreich mit der Blitzkrieg-Variante. Eine Kombination aus Luft- und Heeresangriffen. Später im Krieg veraltet. Da, das Flugzeug durch sein starres Fahrwerk
ein sehr leichtes Opfer für andere Jäger und eventuell auch dann Flugabwehr war. Und die Trommeln wurden auch später dann entfernt in späteren Versionen. Übrigens, das Flugzeug kommt in vier Liveries, einer Wüstentarnung und zwei Wintertarnung. Jesus, what the hell are you doing, man? So. Ich bin nicht abgehoben. Legt sich auch entspannt. So. Dann machen wir das mal Stuka typisch. Das war jetzt kein Stuka Move, aber ich hatte keine Bombentaste programmiert. Oh yeah. Klingt sich super eigentlich. Man kann das halt echt umtexturieren, komplett weiß, irgendwie so zwei, drei Logos und dann wirklich so ein Cargo-Flugzeug machen. Oh Mann. Ich würde mich auch interessieren, wie teuer Airholer 2 das Ding einschätzen würde. Komm, aber jetzt bin ich schon wirklich. Nicht floaten. Ach, komm on. Was ist denn heute los? Ah, drei Flieger haben wir noch zur Liste. Vielleicht werden die besser. Die schauen wir uns auch jetzt gerade an. Ja. Ei. Willkommen zum Konkurrenzmodell der Messerschmitt B509. Und zwar der Focke Wulf FW190 Würger. Die A4-Version ist das. Ja. Konkurrenzmodell. Man wollte was anderes haben. Man wollte irgendwas haben, was leichter zu maintain, weil das, man muss auch gestehen, so, die Focke Wulf hat jetzt einen Sternmotor, wie man vielleicht erkennen kann. Und Sternmotoren haben den Vorteil, große Fläche, ganz schmal, ganz vorne. Das heißt, man braucht keine Wasserkühlung, wie zum Beispiel ein V- oder ein L-Motor. Deswegen spart man sich einiges Gewicht. So haben auch fast alle japanischen Jäger funktioniert. Ja, diese Livery sieht aber nicht schlecht aus. Wir haben sogar unser süßes Erika-Mädchen hier. Oh yeah. Very hot. Would always smash, bro. Wir haben auch hier ein paar Sachen auf Deutsch. Ich habe keine Ahnung, aber was ist. Deswegen machen wir einfach alles an. Der Release-Pump-Button, der ist von der Stuka übernommen. Das gefällt mir so gar nicht. Fuel da. Das sieht sehr komisch aus hier. Ein, geht nix. Wingflaps. Schön so halb Deutsch, halb Englisch. Mag ich. Canopy. Wow, nice. Avionics. Hier wird, glaube ich, die Mission einmal on. Very nice. Ich finde die Cockpit-Position ein bisschen komisch, dass man so tief unten sitzt. Ja gut, jetzt ist auch tief unten. Ja, deswegen Außenmodell, Innenmodell, ja, halt nur, ja, ihr wisst das ja. Ich habe vergessen, die anderen deutschen Flugzeuge zu raten. Die B509, 6,5 von 10. Die Stuka, 7 von 10. Focke Wulf.
So ist doch viel besser, Bro. Kann ich eine Looping machen? Easy. Ja, dann. Let's go. Dann laden wir das Ding mal. Ah, nicht gut. Komm schon. Au. Ja, ich muss mich entschuldigen. Eins von den Flugzeugen will ich laden. Ich hätte eigentlich noch die Donier 335 Pfeil. Ein Flugzeug in Push-Pull-Konfiguration. Ich habe es halt installiert, aber okay. Dann ist es halt so, dann heulen wir nicht rum, Flugsimulator. Aber das letzte Flugzeug zum Abschluss. Die Heinkel He 162 Salamander oder auch Heimatschützer genannt. Oh yeah. Ein Flugzeug, was direkt parallel mit der Messerschmitt ME-262 in Dienst gestellt wurde. Das Flugzeug besteht fast komplett nur aus Holz, wird mit Kleber zusammengehalten und Leim und hat das Strahltriebwerk auf seinem Rücken drauf. Das ist echt krank. Ja, mit 220 oder 230 mm Kanonen ausgestattet, je nach Version, ob die R- oder B-Version. Das Ding ist, das Flugzeug wurde in die Produktion gerusht. Es wurde fast gar nicht getestet. Deswegen hat es auch fast gar keine Erfolge erzielt. Ja. Ich muss mich gerade korrigieren. Habe ich das Ding gerade Heimatschützer genannt? Eigentlich ist es der Volksjäger, nicht der Heimatschützer. Heimatschützer war ein Name für die ME-262. Nicht für die Heikel 162. So, dann gehen wir mal ins Cockpit. Ausmodell. Wunderschön. Endlich mal keine Schwastika. Das ist ein bisschen scheiße, dass das Ding so Schwastika hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das so hochladen kann, aber ich mach's trotzdem. Ja. Wir haben schöne exterior Elemente. Wir haben eine Leiter, wir haben Triebwerksabdeckung, wir haben Chocks. Das ist geil. Wir können die Canopy aufmachen. Das ist wirklich so ein Jet, wo ich mir denke, so sieht nice aus. Interessante Konfiguration. Oh, why not? Wir haben hier auch fast komplett alles. Ne, wir haben jetzt wirklich alles in Deutsch. Leider kenne ich mich mit dem Flugzeug nicht aus. Es gibt ein Manual dazu eigentlich. Schauen wir mal den Anlasser. Muss eigentlich die Canopy zu sein, ne? Schön animiert.
Ist das Ding gestartet? Ja. Ja, ich habe keinen Schub, der ist auf leer drauf. Ich habe nur die Parkbremse gelöst. Zwei Klappenstellungen. Die gehen aber fix abtreten. Ja. Wir laden uns auf zur Runway zum letzten Flug hier. Digga, das Video zieht ja auch wieder in die Länge. Und ich habe nur Scheiß gemacht. Alle Landung war kacke. Immerhin, ich muss sagen, gerade eben noch zu FE109, ich würde sagen 6 von 10. Wow. Hopp, hopp. What the hell? Hat das Ding. Das hast du gemacht, der von der F18? Was fühlt sich so an? Ja, Außenmodell. Top. Wunderschön. Auch mit den ganzen Static-Elementen. Ich liebe sowas. Das ist ein kleines Ding zum Metall. Kleine Liebe zum Metall, aber ich liebe sie. Ja. Cockpit wunderschön. Ich finde es auch endlich geil, dass man die Kamera vernünftig hingesetzt wurde. Looping versuchen. Wir sind zu schnell. Das kommt gar nicht hinterher. Liegt aber sehr gut in der Luft, in der Hand. Ich glaube, das ist halt wirklich das Modell von der F18. Aber wen stört's? Ich find's geil. Wir müssen den Flugplatz. Na, habe ich mich jetzt verlaufen? Oder verirrt eigentlich? Wo ist es? Where are you? Hallo? Hallo? What the hell? Sollte hinter mir sein. Ja, das ist, glaube ich, das Flugzeug, was mir am meisten Spaß macht aus dieser Top Gun WW2-Reihe. Sagt das Flugzeug, wo ich mich. Da ist die Runway. Ahaha. Get down. Ah, das Ding würde ich sogar in der Library behalten. Dann umtexturieren und dann haben wir Top Gun Polski. Wirklich. Können wir einen kleinen Jagdausdruck machen, ne? So ein bisschen. So 300 km/h, das ist immer noch sau viel. 140 Knoten. Knapp. Wenn wir jetzt mal mit Tricycle Landing gehen, muss ich das doch hier buttern, oder? Schon, Bro.
Volle Konzentration hier bei der Landung. Das ist eine vernünftige Landung für heute. Geflogen das Ding nicht, habe ich gerade in der Luft getestet. So. Hallo? Oh! Haha! Wow! Easy! Yeah! So! Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Slashanger. Vorerst. Nee, ich teste. Was laber ich auf eine Scheiße? Ja. Das ist das beste Addon von allen. Die Heinkel. Ups. Heinkel 162 Salamander. Volksjäger. Ups, da mussten wir rein. Ja, alle Links zum Download in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, was ich mache. Bis dann und ciao. Digga, ich liebe das Flugzeug. Das ist so krass.